Moin Leute, willkommen zum neuen Farmvlog. Ja, endlich mal wieder, ne? Der letzte ist ja ein bisschen länger her. Den einen Sonntag haben wir leider ausgelassen. Dafür kam aber auch Mittwoch schon ein Video. War ein bisschen viel zu tun am Wochenende, deswegen habe ich es nicht vorher geschafft. Dieser ist jetzt quasi vom letzten Wochenende, den ihr seht. Ja, wir sind heute mal draußen. Schönstes Wetter, ne? Heute ist es wirklich angenehm. Jetzt am letzten Wochenende hatten wir hier 36 Grad. Das war dann nicht ganz so dolle. Auf jeden Fall. Da war hier Erntezeit angesagt. Wir haben Gerste gedroschen. Habe ich leider nicht geschafft für euch zu filmen. Tut mir auch leid, aber ja. Ist jetzt halt so. Jetzt ist auf jeden Fall steht noch an, die Ballen zusammenzufahren. Das habe ich jetzt auch schon gemacht, weil wie gesagt, das hier nehme ich gerade später auf. Aber ihr werdet gleich nochmal einen kurzen Einblick kriegen. Deswegen wird das wahrscheinlich auch ein kurzer Farmvlog werden. Denke ich mal. Dafür sehr aufwendig. Oder sagen wir, ich habe mir sehr viel Mühe im Schnitt gegeben. Das hat echt lange gedauert. Kann ich jetzt schon sagen, weil ich das Video schon fast fertig geschnitten habe. Die Begrüßung fehlt noch. Ja, was wollte ich sagen? Die Gerste ist ab. Ertrag war, naja. Ne? Wir haben ja einen sehr trockenen Standort, Sandboden pur. Dementsprechend ist das Gewicht dieses Jahr leider so semi-gut ausgefallen. Ne? Menge war wirklich in Ordnung, aber Gewicht war nicht so toll. Also wir hatten... lass mich lügen, Hektolitergewicht von 55. Ja, naja, was willst du machen, ne? Also viel Regen haben wir nicht gekriegt und dementsprechend. Dafür Stroh war jede Menge drauf. Das seht ihr jetzt auch gleich, wie wir das zusammenfahren. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich denke, ihr werdet diesen kurzen Einblick sehen und dann war es das auch. Also dieser Farmvlog wird vielleicht so 6-7 Minuten lang, denke ich. Seht ihr dann ja, ne? Von dem her wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns den nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.